Hey, willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar Minecraft. The Hunter Primal. Wer The Hunter Primal nicht kennt, das ist ein, wie soll man sagen, Überlebensspiel? Ja, ist es eigentlich, oder? Ja, so eine Mischung aus, vielleicht kennt ihr das nochmal, The Hunter. Ist eigentlich relativ bekannt. Habe ich auch schon gespielt. Und das ist halt so ein bisschen mit Überlebensaspekt. Also, man muss sich halt aus Kisten, muss man sich halt Zeug zusammensuchen, um dann halt sich gegen Dinos zu verteidigen. Ja. Eigentlich wollte ich zu dem Spiel noch eine Game Review machen, aber ich packe es einfach in beide Playlists. Also, es ist eine Mischung aus beiden. Es ist eine Mischung aus Let's Play und Game Review. Aber es wird auf jeden Fall ein Let's Play kommen. Und es wird, denke ich, täglich. Versuchen wir. Und ob. Jetzt haben wir wieder kein Thema. Ja, erkennst du das irgendwie, was du schaffst du das so schnell? Oder was? Ja, natürlich. Ich guck gerade. Was richtig gebildet ist. Ist irgendwie so erneuerbare Energie. Ne, das ist ja kein. Ich weiß nicht. Wenn ihr was komisches gehört hat, ich habe getrunken. So. Entschuldigung. Übrigens, wir sind jetzt auch beide hoffentlich gleiche laut, weil wir nutzen das gleiche Headset jetzt. Das hat kann ja aber auch sein, dass wir unterschiedlich laut sind, weil vielleicht einer von uns das Mikro näher dran hat. Ich hab's nicht so weit weg, ich habe aber auch einen Tuner ein bisschen hochgestellt. Geht's bei mir so? Ja, also bei mir ist okay. Bin ich okay bei dir? Oder? Zu laut? Nope. Okay, dann ist gut, weil es wurde hier beschwert, ich zu leise war. Erik und Moritz. So. Schön dich an! Ja, übrigens, wenn ihr euch wundert, der Chat ist auf Englisch, weil wir haben keinen funktionierenden deutschen Server gefunden. Und mein Server, da war ich zu faul, das drauf zu packen. Ich werde es auch drauf packen, also, dass das irgendwie halbwegs läuft. Ja, du musst nach einem Gesprächsthema suchen. Ich gucke auch gerade. Ja, das ist auch sehr spannend, weil ich fühle kurz die Situation, ich halt kurz an, Jonas. Da hinten, wo ich gerade den Bogen hinziehe. Ja, wir haben es jetzt nicht mehr, so ein Holzbogen. Da waren vorhin zwei Jutta Raptor, die sind zwar alle, die könnte man zwar leicht überwältigen mit dem Bogen, aber wir haben halt das Problem, es waren zwei. Wir haben zwei gesehen, es können noch mehr gewesen sein, also, damit wollte ich jetzt nicht einlegen. Einen würden wir wahrscheinlich schaffen, also zu zweit mit unserem Bogen, aber zwei würden wir vielleicht auch noch schaffen, wenn wir gut schießen, aber ich wollte jetzt nicht versuchen, leicht zu sein. Ach, und Leute, nicht wundern, falls ich noch irgendwas nicht weiß. Ich habe mir das Spiel auch erst gerade eben geholt, also von daher. Ich spiele das schon eine Weile. Ach so, wir wollten ja auch noch ein kleines Game Review, also so in der Art machen. Und dazu wollte ich dann noch sagen, dass ihr könnt, wenn ihr das Spiel spielt, mit Q, also da müsst ihr, ich habe gerade meine Hände vom, von der Tastatur und ihr lauft einfach weiter. Naja, mit X kann man sich übrigens noch frei umgucken, also da läuft man geradeaus weiter, bewegt er seinen Kopf. Das sieht mega lustig aus, guck mich mal an. Das ist auf jeden Fall. Oh Junge, das sieht so schlecht aus. Ja. Naja, übrigens, wenn das jetzt ein bisschen langweilig ist, tut es uns leid, aber naja, wir sind jetzt gerade da Kisten zu suchen. Und finden keine. Wollen wir jetzt einfach am Meer entlang laufen oder wollen wir so ein bisschen Kräfte ein? Ich habe auch was anderes auf die Karte, ja, ob hier noch irgendwas Interessantes in der Nähe ist. Lass mal Richtung. Hier war irgendwo was Besonderes. Jetzt weiß ich was anderes. Norden oder? Ja, viel mehr Möglichkeiten. Das Norden haben wir auch gar nicht. Norden und das Westen. Nee, Osten. Osten ist rechts. Obwohl, aber laufen wir gerade überhaupt noch? Ist die Nord-Süd ausgerichtet? Das weiß ich gerade gar nicht. Ja. Ja, ich würde sagen, wir laufen mal nach hier. So, du musst jetzt die Markierung aussehen. Ich sehe sie nicht. Ich könnte jetzt zwar die Koordinaten der Markierung sagen, aber das bringt es ja nicht, oder? Bringt es das? Also, die kann man irgendwo sehen. Das weiß ich nicht. Ist das so richtig? Will ich das Chat drüber, super. Siehst du meine? Ja, ich sehe dann. Aber wo du dann also bei mir auf dem Mate? Aber die ist in der richtige Richtung, also. Jonas, pass mal auf. Du siehst doch, jetzt geh mal nach links an der Bucht, das ist doch so ein Flussmündung, wa?
Links an der Bucht, Ja, ja. wenn wir jetzt dann da ganz oben an der Quelle sozusagen, das ist so eine Art Okay. Teich. Ich würde jetzt eigentlich den Fluss lang hochlaufen, weil ich glaube, da sehen wir ein bisschen mehr, weißt du. Vor uns die Kiste, okay. Wo? Ja, in der Nähe vom Fluss, ja, Ah, ich schätze sehe sie. Ich markiere sie mal. ich. Mach mal. Siehst du Ja, die Markierung? genau. Ich habe auch die Kiste gesehen, das war sogar. Gut. Komm, jetzt doch mal schnell ein Thema, das ist sonst zu langweilig. Ja, wie wäre es denn mit warte. Grabenkuh. Hä? Wusstest du, dass es in der Minecraft-PI-Version Rotkohl gibt, oder? Rotkohl. Ja, hier gibt's, warte. Es gibt in der Minecraft-PI rote Beete. Das wusste ich nicht. Ich auch nicht. Rote Beete, Kürbisse, Karotten. Noch mehr. Das gucke ich mir gleich mal auf dem iPad an nach der Aufnahme. Rote Egal. Beete hasse ich aber. Also das ist ein Real Life. Thema. Wollen wir einfach ein bisschen über das Spiel quatschen? Ja, also die Grafik sind ein bisschen sinnvoll. Und es gibt hier, schätze ich mal, ihr seht ja, ich zeige jetzt gerade mit der Hand drauf, aber das bringt ja nichts. Ihr seht ja, dass hier der Küstenstreifen ist ein bisschen gelblich hervorgehoben, ein Teil davon. Und also, ich weiß nicht, ob es schon drin ist, aber es soll noch so eine Art Ebbe und Flut reinkommen. Also manche Orte kann man eigentlich mal nur bei Ebbe erreichen. Also Ebbe und Flut muss ich jetzt nicht erklären, was das ist. Ne? Nee, Schule. Nee. Wenn ich aufgepasst hätte, der Pech gehabt. Das ist, glaube ich, Grundschule. Wenn Das nicht. Wasser sieht hier recht schön aus. Oh, das ist Spur im Wasser. Ehrlich? Ja, ich gucke mir die kurz an. Das ist noch ein Bug übrigens. Das fixen sie die hoffentlich raus. Hoffentlich. Ich komme da gar nicht ran. Welches Tier? Ich kann die gar nicht tracken. Egal. Mein Hunter-Man macht die ganze Zeit Geräusche, ich kann die nicht tracken. Komm, kann man sättigen. Regnet's schon wieder? Ja. Übrigens, schreibt mal bitte, wenn das Spiel zu laut ist, in die Kommentare, aber ich denke, wir machen gleich zwei Folgen oder so. Oder vielleicht machen wir bloß eine Folge, also wenn die nächste Folge keine Anmoderation hat, tut mir leid, oder habe ich dich gecuttet. Ja. Ich kann dir mal einen Timer machen. Ja, stellen wir jetzt mal 15 Minuten, dann sollten wir ja um die 20 oder 25 dann haben. Versucht ihn heute noch hochzuladen, spät ist es gerade, außerdem. Ja gut, es ist 10:30. Obwohl, kann ich dann hochladen, hoffentlich. Kommt vielleicht ungefähr um 1 online. Jonas, du hast gerade irgendwie so ein Rauschen, bitte mach das mal nicht weiter, was du eben gemacht hast. Also diese Creme hier verstehe ich noch nicht so ganz. Auch wenn das Wasser von da oben da runter läuft, ist es nie so ein tiefer Graben. Na, wenn es doll regnet und da viel Wasser kommt und Ja, Lage. das kommt doch nicht alles da runter. Und der Wer Graben ist weiß? ja wohl die Pflanze nicht mehr. Wir müssen jetzt weiter hier Ja, in stimmt schon. Land ein. Oh Mann. Oh mein Gott. Leute, kauft sich Internet, wenn nicht, lasst es. Das ist ein tolles Feature, wenn man online spielt, kriegt man immer eine Meldung, wenn einer gerade irgendwie so einen starken Lag hat oder so, oder einfach einen schlechten Ping. Ja, wenn der Ping unter 20 fällt oder so. Ups, ich bin auf keinen Fall PvP-Champ. Und bitte den Ch Rocco, ich halte den Chat zu. Das bringt's richtig. Aber ich werde ihn definitiv nicht pixeln, dass er irgendwas was Kick geschrieben hat. Wenn du jetzt meinst, dass Schleichwärm für nächstes Counter war, der wird anders geschrieben. Ja, ich weiß. Hoffentlich. Das sollte auch keine Schleichwerbung sein, das sollte nur. Boah, Junge, Das. das hört sich gerade richtig komisch an bei dir. Wie hört sich das denn Hier, an? das ist irgendwie so ein komisches Rauschen drin. Es geht noch, aber irgendwie ist es gerade nicht so toll. Jetzt? Warte. Ich trinke kurz was, also ich mache was von meinem Mikro vom Mund weg, ja. Ist das Rauschen weg? Ja, ist weg.
Ich habe das auch ein bisschen näher am Mund gemacht. Aber wie gesagt, wir haben hier wirklich, also wir haben wirklich Popschutz und alles an den Mikros, und wenn da irgendwie Störer ist, dann tut uns leid. Bis man vor uns siegt. Und? Hier Zeug und Pfeile. Läuft bei uns. Wie viele Pfeile hast du? Ich habe momentan, also insgesamt habe ich 6 plus 5, 21. 21? Soll ich dir 6 geben? Ich habe 3. Ich gebe dir mal lieber 6 ab, wa? Aber das andere ist ein Stack an sich, den kann ich dir nicht... Man kann nämlich die Stacks nicht auseinander machen, auf jeden Fall nicht, wie ich... Also, dass ich weiß, wie es geht, wa? Ist bei dir auch gerade das Lost Connection? Nö. Okay. Hä? Also, bei mir, bei mir piept die Kiste. Ja, das ist normal, das ist so eine Art GPS. Ja, die ist immer noch da, die Kiste. Ist aber leer. Bei mir. Bei mir ist sie leer. Oh mein Gott. Oder habe ich vielleicht noch einen Holzbogen? Ne, komm nicht. Also wenn da irgendwie ein Bogen drin ist oder so, den nehmen wir dann nicht raus, aber wir haben jeder einen, und der nächste freut sich hier drüber. Das ist in dem Spiel. Es ist übrigens auch kein PvP an, auf jeden Fall auf dem Server nicht. Deshalb, das kann man so da lassen, das ist ja nicht so weit wie Games, sondern auf jeden Fall nur gegen Dinos. Ich glaube, da gibt es auch irgendwelche Spiele, die so ähnlich sind. So, wenn du so im Team gegen was anderes kennst. Hast du das jetzt aufgesammelt, Jonas? Was? Die Pfeile? Nee, wo liegen die? Ja, da wo die Kiste war. Also das, was du angeteilt bekommst, ist nicht die Kiste, das ist die Tasche. Tschüssi. Ich gehe nochmal zu holen. Ja. Ich warte hier oben. Ich brauche Pfeile dringend. Ich würde hier welche von dem großen Stack geben, aber die kann man nicht auseinander machen. Aber ich ganz ehrlich, für mich echt wie ein Regenwald. Ist das eine Sandbank? Ja, also ich zeig sozusagen den Landschaftssimulator 2015. Ja, wundervolle Landschaften. Und Böhmen. Hä? Ich finde auch die Medikiste ein bisschen eigen, als wenn man sprüht sich das Ding ins... Mann. Weil man sprüht sich das Zeug ins Gesicht. Ist es nicht der Host? Mm-mm. Das ist der schon dreimal gestorben ist. Ach so. Ups. Er schreit aber richtig viel. Ja, guck, er hat einen Disconnect. Stimmt. Okay, wir sind noch. Ja, der Host kann auch disconnecten, wenn das ist ein Server, der halt permanent läuft. Ich hab was gehört. Was? Irgendwie so ein Rufen. Ich kann es nicht sagen, von was es sein soll, aber vielleicht auch bloß ein Vogel. Hier habe ich das. Ich finde das Heilzeug ein bisschen komisch, weil davon, dass man sich ins Gesicht sprüht, wird höchstens der Sonnenbrand schwächer. Ich sag so. Ich überlege gerade, ob ich es mal cutte. Ah nee, lass mal durchlaufen. Wie lange ist eigentlich der Timer schon? Hast du da auch schon gestellt, oder? Ja, noch 9 Minuten. Okay, ja, das machen wir dann noch und dann. Ja. Wenn sie so spannend ist, tut's uns leid, aber... Ihr wollt hier wirklich die komplette Überlebensansicht sehen, ne? Und wollen wir es jetzt vielleicht so machen, dass wir, wenn wir tot sind, dass es dann zu Ende ist, muss es weitergehen, soll weitergehen, oder? Wir machen erstmal das zu Ende, aber halt dann gehen wir auf einen neuen Server. Ja, ja, klar. Aber halt, alle Leute, die man jetzt da sieht. Was? Zwei? Einmal. Kauft euch Internet, Leute. Der eine ist disconnected. Ne, beide. Please. Bye. Sind gekickt. Please, bei Internet. Ja, das ist wirklich der einzige Server, der funktioniert anscheinend ein US-amerikanischer. Aber man kann ja zum Glück nicht mit englischen Akzent reden. Team, sonst Spreak-Chat wäre auch cool. Alter! So ein Gang. Tut mir leid, aber ich kann jetzt echt nichts gegen machen. Okay, er wurde gekickt. Ja, der eine ist aber noch so. Damit wird wieder ein Spiel dann geschehen. Scheiß gefährlich, ich bin gerade so ein T-Rex vor ihm steht, das ist ein Stück Kacke, Mann.
Die haben alles voll coole Waffen, zumindest gut, und wir haben nur einen Scheiß. Die Taschen, also die Rucksäcke sind auch sehr, sehr spannend. Und einfach kick den doch mal, ey. Oder kann man irgendwie bannen? Ey, wir vergolden ja unsere Folge mit das. 8 Minuten. Erst egal. Ich weiß sowieso nicht, haben wir vorhin schon 10 Minuten. Kauf die Internet, Junge. Das reg ich echt gerade auf. Sowas reg ich auf. Ja, was ist, finde ich auch sehr schön? Ich pausiere die Aufnahme, wenn es nur einem passiert, dann pausiere ich mir die Aufnahme. Da kann es sein, dass es keinen kleinen Cut gibt. Und Bitgirls. Soll ich die Aufnahme? Ich pausiere kurz die Aufnahme. Gott. Und einmal noch und ich pausiere sie. Das soll ich Internet kaufen. Soll ich zuerst pausieren, Jonas? Warte. Einmal. Okay, er wurde gekickt. Das war ein anderer. Ey Leute, dass die alle so schlecht Internet haben, ganz ehrlich. Die werden alle gekickt. Naja. Ja. Finde ich aber auch gut. Es wäre nett, wenn mal der Publisher irgendwie einen Server machen würde für YouTube, dass man das irgendwie, weißt du, dass man da wirklich irgendwie einen Server hat, der funktioniert. Gut, eigentlich guckst du aufs Hunter-Meldung und das selber. Mhm. Gut, weil dann sehen wir ja nicht, wenn deine Kiste ist. Übrigens, warum wir die ganze Zeit gedruckt laufen? Wir müssen... da war ein Stein. Nehme ich kurz mit. Jonas! Ja. Guck mal kurz her. Papa. Oh, der tut uns nichts. Ich glaube, wollen wir den uns holen? Komm, wir steigen uns ja, mal an. Das ist ein bisschen Action-Erfolge. Ich sehe ihn. Ja? Ja, komm. Da, wo die Feuerspitze gerade hinzeigt, für alle, die es noch nicht synchronisiert haben. Komm, wir steigen uns hier zwischen den beiden Bäumen durch. Lass mich mal vorgehen. Ich glaube, ich bin da ein bisschen erfahren. Ich kann an der Seite. Wir schießen mit bei 3, okay? Ja, wir müssen den erst richtig gut drin. Wer darf auf definitiv, wir müssen irgendwie seitlich treffen. Ist bei denen ist die Lunge so, wo sie auch bei, sag ich mal, so einem Wildschwein oder so ist? Geht da durch, genau. Jetzt sehe ich nicht mehr, aber ich glaube da hinten war. Ja, ich sehe ihn noch. Ist er weiter unten am Strand? Weiter oben. Okay. Soll ich ein bisschen auf den Hand hier drauf gehen? Das vielleicht. Nee, der Bogen hat richtig keine Distanz, wir müssen nah ran. Ich sehe ihn. Okay. Oh, er greift mich an, oder? Er greift dich nicht an, er wird dich nicht angreifen. Wenn nicht, werfen. Schießen auf 3, 1. Siehst du ihn? Ja, ich sehe ihn. Soll ich drauf schießen? 3. Hey, wie? Auf welcher Taste? Mann! Hab ihn ein. Bis zum Game kommt, bitte, ich will nicht sterben. Niederländer typisch. Nie haben so gutes Internet. Nein. Er rennt. Ich kann nichts machen. Sorry, Leute. Tut mir leid, aber. Ich habe ihn zwar relativ gut getroffen, schätze ich, aber. Hä? Alter. Ich kann nichts machen. Mann, ja, danke. Ich sehe. Nein, er rennt. Das waren 2. Ist doch egal. Haben wir verschiedene geschossen, kann das sein? Da unten sehe ich... Ah, shit, die sind weg. Mann! Nee, ich glaube, den wir angeschossen haben, ist der durchs Wasser rennt. Ja, der rennt wie mit Klopse durchs Wasser. Ich versuche, soll ich nochmal Distanz? Es waren 3. Oh Gott, kommt ein bisschen gefährlich. Oh, einer kommt! Er ist weggerannt. Habe ich nochmal gehittet? Ich habe ihn einmal gehittet. Das ist nicht wie in Minecraft, das ist hier ein bisschen komplizierter zu treffen. Ich track kurz die Spur. Komm hinterher. Wir haben guten Treffer gelandet. Lunge oder Herz war's. Hinterher. Guck mal, siehst du die Spur hier oben links? Nicht rennen, Jonas, Jutta Raptor. Na und, ich will mir den jetzt holen. Und einer hat einen Herztreffer bekommen. Ich glaube, der liegt hier irgendwo, glaube ich. Weil der hat einen Herztreffer. Eigentlich müsste er tot sein. Hier vorne liegt Kacke. Wie scheiß Spur nicht schön. Jetzt. Lunge oder Herz steht da. Der darf hier nicht so weit gekommen sein. Da hinten, ich sehe ihn. Liegt der schon mehr? Mm-mm. Hätte ich vielleicht den Stein werfen sollen? Ich darf jetzt auch aufrecht, ja. Hm.
Okay, werf die Aufnahme weg. Nein. Kannst mit dir nicht so stürmen. Oder was stürm? Ja. Aber das war so gut. Nee, so hört es nicht weg. Dann piept das wenigstens raus. Kann ich nicht. Mann. Ich kann versuchen, dich dann irgendwie leiser zu stellen, aber ich glaub's nicht, weil ich nehme die Tonspur mit dem Video auf. Ich hab einen Pilz. Sammel ihn dafür. Der hier ist wieder eine Spur im Wasser, das ist natürlich super, da komme ich nämlich nicht rein. Da vorne ist er. Ach so, Distanzschuss, alle hingucken. Triffst eh nicht. Siehste? Ich habe ins Wasser davor gedrückt, der war aber nicht schlecht. Ja, das ist das Problem, die Dinos kommen wirklich tief. Ja, das war so. Ja, das war. Ah, Leute, ganz ehrlich. Das war wieder die beste Aufnahme des Jahrhunderts, ja. Aber es wäre natürlich schön, wenn man den noch ganz tot kriegen würde. Du hast zunehmend voll Bulle auf dem. Nicht auf dem Schädelzimmer. Die haben da ganz schön dicke Hornplatten. Soll ich mal einen Stein auf ihn werfen? Und ich werfe mal einen Stein links daneben. Ich hab ihn getroffen. Schaffe ich das soweit? Geht es nicht mit 11 den Stein werfen? Okay, jetzt. Okay, soweit komme ich nicht, schade. Kommen wir hier durch? Ich mach hinterher. Ich bin auch schon hinterher. Ich hab ihn noch in der Sicht. Das war ein anderer Mist. Aber das war auf jeden Fall ein guter Treffer. Da hinten ist er, da hinten. Ich sehe einen. Der läuft ganz langsam, ich glaube den Hammer. Da fällt was hin, den kriegen wir. Ja, ich sammle noch Stein auf. Ich versuche gar den Stein vor ihn zu werfen, dass er in die andere Richtung wegrennt. Ja, aber ich dachte, die Folge wird irgendwie richtig lahm, aber wir haben richtig viel Action drin. Ich habe nur noch einen Pfeil. Oh Mist, hab ich den. Guck mal, da vorne ist er. Ertrunken. Echt das? Ich hab mich. Oh, ich komm nah ran. Er steht still. Nein! Bitte! Nein! Na klasse! Das geht nicht, Leute. Aber der Dino buggt, der buggt. Der rennt gerade in den. Leute, ganz ehrlich, ich bin welche nach der Aufnahme den Surf. Ja. Leute, ich will das eigentlich noch schaffen. Ich wollte das jetzt ja wegmachen, aber hier ist gerade so schön viel Action. Ganz ehrlich, das regt mich auf. Junge, der kommt nicht weg, der packt in den Fels rein. Komm, back zurück. Er ist bei mir durch den Stein gerannt, ihr habt's alle gesehen. Er ist in den Berg reingerannt. Bei mir hast du kurz geleckt. Ja, aber das ist mir gerade egal, der Dino muss, den wollen wir ja. Mann, ich bin die ganze Zeit im Timeout. Ich auch, aber ich hätte dich noch mal kurz gesehen. Mann! Puh, Leute, ganz ehrlich. Nee, sorry, den hätten wir bekommen, aber... Das ist gerade leicht verhindert. Das liegt aber auch nicht am Spiel, wa? Also, es liegt wirklich an den Spiel lernen. Kotz mich an. Da oben, er backt immer noch. 15 Minuten sind jetzt auch um. Meine Pfeile sind alle weg. Ich gebe dir gleich welche, aber ich habe glaube ich auch noch kaum. Ich habe auch noch kaum. Wie viel? Ich habe noch 10, okay. Ich habe fast jeden Schuss außer einen getroffen, glaube ich. Ja, pass auf, hier oben sind Dornbüsche. Oh, das war so schön spannend. Hast du nochmal geschossen? Irgendwas gehört, was ich für den Schuss angehört. Oh, da war so eine scheiß Pflanze, der hat mir richtig Damage gemacht. Sehe ich den scheiß Dino nicht mehr, ist so typisch. Doch, vorne ist einer, ich sehe einen. Kommt auf mich zu. Ich schleiche mich an. Ich gehe richtig nah ran. Ich sehe auf jeden Fall eine Spur. Ja, guck mal, da gehe ich wieder Richtung Fluss runter. Bist du am Fluss? Mal, komm mal, da ist auch so eine langgezogene Sandbank. Komm mal auf die zu, da kommt ein Dino runter. Ich sehe ihn. Schieß drauf. Ich sehe dich auch. Nein, ich habe keinen Pfeil. Ach so, kannst du ihn irgendwie ablenken? Hast du Steine oder irgendwas? Soll ich es versuchen? Ich muss näher ran. Ja. Warte, ich lenke ihn ab. Nicht getroffen. Doch. Er steckt aber einfach drin. Junge, wenn jetzt ein Jute-Raptor kommt, wir sind alle tot. Zumindest ich. Manu. Krieg ich nicht, so weit weg. Scheiße. Naja, ich glaube, verabschieden wir uns erstmal, oder? Das war's mit der Folge.
nächste Folge auf dem anderen Server. Also das kann sein, dass ganz anderes Gameplay wird. Die Tiere bekommen wir definitiv nicht mehr. Auf jeden Fall nicht so das. Darin. Egal. Naja, dann. Tschüss und naja. Du kauf vernünftiges Internet. Ja, tut. Warte kurz. Ja, bitte, ich will so, stell dich mal bitte nehmen, ich will so eine coole Endcard. Kannst du dich mal so bitte? Ja, da. Ja, damit. Tschüss.